Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Bike Van Live. Heute stelle ich euch mal dieses Fahrrad vor, dieses City Club Fahrrad. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir es auspacken. So, hier haben wir das Fahrrad Engbee L20 SE, ein City Club Rad. Vorab, ihr habt ja jetzt den Zusammenbau gesehen, es kommt alles in Einzelteile an, außer der Rahmen, der ist halt zusammen. Schutzblech vorne muss man montieren, das Körbchen vorne muss man montieren, der Sattel, der Lenker, der ist schon so weit dran, eine Getränkflasche ist noch mit dabei, plus Halterung. Ich würde euch empfehlen, das mit zwei Mann zusammenzubauen. Finde ich ein bisschen angenehmer als alleine. Das war bei mir ein bisschen umständlicher. Aber sonst, im Großen und Ganzen, sieht das ja echt witzig aus. Klein, süß, dicke Reifen drauf, finde ich echt gut. Was kann man im ersten Moment sehen? Die Verarbeitung finde ich richtig nice. Sieht sehr hochwertig aus. Richtig schöne Schweißnähte. Der Gepäckträger und das Körbchen sieht sehr, sehr robust aus. Das ist nicht so ein billiges Ding, was man jetzt irgendwie hin und her biegen kann oder sonst wie was. Da kannst du was Vernünftiges transportieren mit. Was sehen wir noch? Wir haben hier einen Akku, einen herausnehmbaren Akku, den Sattel. Der hat hier so einen kleinen Hebel, damit kannst du den Sattel umlegen und dann kann man diesen Akku hier rausziehen. Da haben wir hier so einen Schlüssel. Muss ich selber mal gerade gucken, wie das hier am besten geht. Ach so, den dreht man so und dann kann man den so schön rausnehmen. Und dann kannst du den auch zu Hause laden. Was sehen wir noch? Das Display. Können wir uns auch einmal angucken. Das ist ein Farb-LED-Display. Sieht auch echt cool aus. Da kann man hier verschiedene Einstellungen machen. Kann man hier auf. Das sind die Stufen. Geschwindigkeitsstufen. 5 Stück an der Zahl. Er braucht auch einen kleinen Tritt. Also sagen wir mal so eine Umdrehung. Und dann fährt das Ding auch komplett elektrisch los, ne? Und dann musst du aber am Ball bleiben. Ja, was haben wir noch? Wir können das Licht einschalten. Hier vorne. Jetzt haben wir da vorne Licht. Hinten haben wir Licht hier. Was ich halt auch echt richtig, richtig cool finde, ist, wir haben hinten sogar ein Bremslicht. Kannst du das sehen? Wenn man jetzt am Bremsen ist, für den Straßenverkehr richtig gut. Dann sieht man sofort, wenn man irgendwie anhält. Ja, was haben wir noch? Eine Shimano-Schaltung, eine 7-Gang-Schaltung. So drückst du runter, hier drückst du hoch. Eine Klingel. Auch entspannt. Ein schöner Sattel. Fühlt sich richtig gut an. Rücktritt hat das Fahrrad. Hinterbremse hier, Vorderbremse da. Was man noch machen kann, ist den. Vorne ist der Stoßhelm, also vorne, die Gabel ist ja gefedert. Die kann man dann noch einmal sperren. Jetzt geht halt nichts. Und wenn man dann sagt, okay, man will jetzt vielleicht doch mal leicht ins Gelände, dann kann man den aktivieren. Ein paar technische Daten. So, Motorleistung vom Hinterrad sind 220 Watt und 38 Newtonmeter Drehmoment. Geschwindigkeitsstufen, hatten wir vorhin schon gesagt, sind 5. Batterie, 15,6 Ampere und eine Batteriespannung von 36 Volt. Ladesteckertyp ist EU und Ladezeit sind 5 Stunden. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad noch nicht so viel gefahren. Ich glaube jetzt irgendwie so 25 Kilometer. Der Hersteller gibt vor, dass man das Rad im normalen Verkehr, ich denke mal so auf Stufe 2, 3, kommst du da irgendwie so 100, 110, vielleicht auch 120 Kilometer. Das Gewicht von dem Fahrrad liegt bei 38 Kilo und Nettogewicht 31 Kilo. Dann haben wir noch eine Faltgröße 95 mal 43 mal 75 Zentimeter. Ja, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit mit diesem Rad von 25 km/h und komplettes Gesamtgewicht, was das Fahrrad tragen kann, sind 120 Kilo, gibt der Hersteller vor. Ich habe 110, ich darf also noch mitfahren. Dann haben wir noch ein Detail.
Man kann das auch entsperren, die 25 km/h, dass man damit schneller fahren kann über diesen Gasgriff. Da gibt es wohl irgendwie so eine Kombination über das Display. Dann ist es aber nicht mehr im Straßenverkehr zulässig. Das kann man dann irgendwie auf Privatwegen machen oder sonst irgendwas. Wie das aber genau funktioniert, kann ich nicht sagen. Ich klappe das Rad jetzt mal zusammen, aber vorher hole ich noch mal eine kleine Unterlage. Weil der Boden ist ja doch sehr sandig. Wie fangen wir jetzt am besten an? Ich würde sagen, den Sattel klappen wir einmal um. Dann haben wir hier eine Entriegelung für den Lenker. Den ziehen wir nach oben. Dann können wir das runterklappen. Den ganzen Lenkerarm so runter. Sieht schon irgendwie witzig aus. Okay, dann haben wir hier vorne noch eine Entriegelung. Und dann kann man das so aufklappen. Ach, guck mal. So. Zusammengeklappt. Das ist alles. So, im Großen und Ganzen steht das ja ganz gut da. Was mir jetzt noch auffällt, das knallt hier alles aneinander. Finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Man müsste jetzt so einen Einrastmechanismus haben, dass das einmal so eingeklappt ist, dass es auch eingerastet, dass nichts aneinander schlagen könnte. Aber sonst, für den Kofferraum, wenn du ein Kombi hast, da kriegst du das gut rein. Für einen Camper, meiner Meinung nach, also bei meinem Camper zum Beispiel, finde ich es nicht passend. Da würde ich mir dann so ein, für die Anhängerkupplung so ein Fahrradgepäckträger und da das dann einfach hinten raufstellen. Aber ganz normal ausgeklappt lassen. Was haltet ihr jetzt von diesem Fahrrad? Was ist euer erster Eindruck? Haut das doch mal in die Kommis. Die komplette Beschreibung zu diesem Fahrrad ist in der Videobeschreibung. Da ist ein Link zum Shop, wenn euch das Ganze gefallen hat. Kommentieren, liken, abonnieren nicht vergessen. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, guckt ihr euch das nächste Video an. Bis dahin. Ciao.